Hallo, hier zum neuen Webinar von uns Grünen in Berlin, Berlin Talk. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und schon einige eingeschalten haben. Ich sehe, so 40 Leute sind heute schon da. Das freut mich sehr. Ich bin Werner Graf, ich bin der Landesvorsitzende von den Grünen. Vielleicht kennen mich ja ein paar. Genau, das hier ist ein Webinar. Das heißt, wir haben heute drei Gäste dabei. Die stelle ich euch gleich vor. Jetzt erstmal so ein paar technische Sachen erstmal für euch. Ihr könnt hier nicht so chatten, aber ihr könnt uns Fragen stellen. Weil wir das Ganze aufzeichnen und dann auch ins Netz und bei YouTube reinstellen wollen, haben wir jetzt uns wieder dafür entschieden, dass ihr da nicht mit eurem Bild reinkommt, damit wir eure Datenschutz- und Rechte auch wahren und da keiner jetzt irgendwie in Bedrängnis kommt. Wir werden die Fragen auch immer nur mit dem Vornamen vorlesen, damit das dann auch keine Probleme mehr gibt, sondern dass wirklich nur die Leute, die auch wirklich hier auf dem Podium, mehr oder weniger auf dem digitalen Podium sitzen, auch mit dabei sind. Genau. Ihr könnt das bei euch in der Leiste stehen, das könnt ihr diese Fragen in den Chat reintragen und dann kommen die hier rein und ein Team von uns in der LGS im Hintergrund, da ist der Sebastian Weise und die Lisa, die sind beide bei uns, Lisa Anke, bei uns in der LGS MitarbeiterInnen und die sind im Hintergrund, die geben mir dann die Fragen weiter und wir können sie dann hoffentlich beantworten oder auch nicht, da gucken wir mal. Das Tolle ist, morgen kommt die App. Heute ist unser Webinar, also zeitlich ist das perfekt. Und genau, deshalb glaube ich, können wir heute schon mal sehr, sehr vieles durchführen. Wie gesagt, wir nehmen das auf und wir werden die Fragen von euch dann auch versuchen zu beantworten. Ihr könnt auch gerne im Chat, wenn ihr noch technische Probleme habt, die da auch reinstellen. Wir versuchen so kleine Sachen auch gleich zu beantworten. Das geht dann auch bei euch, wenn ihr Fragen stellt und technische Hilfen auch zu bieten. Also da gerne immer jederzeit mit reinzukommen. Und wir dachten uns, weil das ja ganz schön ist, dass man erstmal mal euch auch mit einbindet, haben wir am Anfang mal eine kleine Frage vorbereitet, die ihr gleich auf eurem Monitor bekommt und die jetzt erstmal beantworten könnt. Nämlich, wir möchten von euch jetzt einmal wissen, ob ihr die Corona-App installieren wird. So, und da könnt ihr sagen, ja klar, nee, eher nicht. Ich weiß es noch nicht. Am besten wählt ihr da jetzt eine Antwort aus. Für die Referierenden nicht wundern, ihr könnt nicht abstimmen, ihr könnt dafür viel sprechen, aber die anderen können das, genau. Und jetzt will man mal gucken, was insgesamt so rauskommt. Genau, wir warten noch. Bis es Ergebnisse gibt. Und dann haben wir ein Ergebnis. Und ja, die eine Frage, ich spreche zu schnell, das ist oft so. Ich atme, keine Angst. In 1,5 Stunden muss ich auch ein paar Mal durchatmen. Aber danke für deine Sorge, lieber Stefan. Griechen. So, das Ergebnis war da. Wir haben 60%, die sagen ja klar, 3% eher nicht und 37% wissen noch nicht so genau, wie wir es machen wollen. Dann gucken wir mal, wie sich das heute weiterentwickelt. So, ich freue mich sehr, dass heute bei dem Webinar auch Laura Dornheim mit dabei ist. Sie ist die Sprecherin für LAG Netzpolitik und Digitales oder Digitales und Netzpolitik. Hallo Laura, komm doch mal zu uns. Genau, hallihallo, schön, dass du mit dabei bist. Du bist ja schon ewig bei diesen Themen aktiv. Ich freue mich sehr, dass du hier auch heute uns ergänzt. Als zweites haben wir Stefan Ziller, Mitglied des Abgeordnetenhauses von uns in Berlin. Auch hat sich sehr, sehr viel schon mit Netzpolitik und Digitales beschäftigt, aber auch sehr viel mit Soziales. Also eine perfekte Überschneidung. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Und als drittes haben wir noch Canan Bayram mit an Bord. Die habe dies heute leider nicht funktioniert, dass ihr sie sehen könnt, aber ihr werdet sie hören können, oder Canan? Ah, jetzt muss ich auch erst noch laut stellen. Ja, auf jeden Fall. Ja, nicht, dass die Stimme wegbleibt, aber das wären wir von dir ja nicht gewohnt. Genau. Wir würden jetzt anfangen mit kleinen Inputs, die wir von den drei Referierenden. Und wir würden am Anfang mal sagen, dass die Chandan mit einem kleinen Input startet von unserer Seite.
dass sie mal so berichtet, wie ist das mit der Corona-App passiert, was hat die Grüne Bundestag dazu, Fraktion dazu gemacht, wie steht ihr dazu und was ist so ein bisschen deine politische Einordnung? Ja, also die Grüne Bundestagsfraktion fand eine freiwillige dezentrale App schon Mitte März mehrheitlich gut. Vor allem als Ausdruck von wir halten zusammen, um die Pandemie einzugrenzen und zu bewältigen. Das war ja gerade im März sehr beeindruckend, wie motiviert auch alle waren bei der Bekämpfung des Covid-19-Virus gemeinsam aktiv zu werden. Dagegen wollte das Bundesministerium für Gesundheit und die Bundesregierung eine obligatorische, also verpflichtende App und die wollten eine zentrale Speicherung sogar von Ortungsdaten und das wollten sie im Infektionsschutzgesetz regeln. Und am 12. April forderte der junge Union-Chef Kuban immer noch obligatorische App mit bloßem Widerspruchsrecht. Ich meine, das Interessante ist, wir haben Mitte März verhindert, dass die Bundesregierung das ins Infektionsschutzgesetz mit reinnimmt. Und umso erschrockener waren wir, dass die junge Union und die Union insgesamt immer noch an diesem Verpflichtenden festhalten wollte. 2 Wochen später, am 26. April, ließ die Bundesregierung von diesem Plan ab und hat sich entschieden, doch dezentral und freiwillig auf den Weg sich zu machen. Und ich selbst habe dann im April den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages mit Fragen bombardiert und da sind dann 3 Gutachten zum Thema erarbeitet worden über die rechtliche, über die technische und die gesundheitspolitischen Aspekte einer solchen Corona-App. Und vieles von dem, was drin stand in diesen wissenschaftlichen Gutachten, die ja auch auf der Seite des Bundestages veröffentlicht sind, haben mich in meiner Skepsis, ehrlich gesagt, gegenüber auch dieser chaotischen Situation bestärkt. Aber inzwischen scheinen auch bei der Gestaltung des App-Modells der Bundesregierung die meisten Datenschutzbedenken ausgeräumt zu sein. Was leider noch bleibt, sind folgende Bedenken. Und zwar werden die laut Wissenschaftlern mindestens nötigen 60% der Bürgerinnen mitmachen. Laut Umfrage von Anfang Juni wollten wohl bisher nur 42% mitmachen. Insoweit war deine Umfrage hier, Werner, doch etwas sehr positiv. Das ist aber eine große Hürde, wenn es nicht gelingt, dass genug mitmachen, kann natürlich die App nicht ihre Wirkung entfalten. Und die nächste Frage, die sich stellt, nutzt die App den Gesundheitsämtern real so viel, wie wir gerne hätten, um die Folgen einer überbordenden Lockerung und zunehmenden Leichtsinn drohenden Infektionswelle auszugleichen. Also wir haben natürlich hohe Erwartungen an die App und wenn man dagegen die Berichterstattung zum Beispiel aus dem Gesundheitsamt Reinickendorf liest, dann gibt es doch, und nee, Spandau war das, sorry, dann gibt es doch Zweifel, weil die aus einer Gesundheitsamtsperspektive halt sagen, die App entlastet nicht wirklich bei unserer Arbeit, weil mit der App allein wird die Hotline nicht gemacht. Das heißt, die Anfragen, wenn es viele Fälle gibt, werden weiterhin bei den Gesundheitsämtern auflaufen. Die eigentliche Ermittlungsarbeit, mit wem warst du unterwegs, wen hast du womöglich angesteckt, da haben wir ja, wenn man sich das anschaut, eben die Vorstellung, dass jeder eben sich selbst abprüfen kann über die App und sich anschauen kann, okay, ich war mit ABC zusammen, die sind jetzt wegen Corona alarmiert, also bin ich auch alarmiert und bleib 2 Wochen zu Hause. Und da haben aber die Gesundheitsämter wohl Bedenken, ob das so im Sinne von eigenverantwortlicher bürgerschaftlicher Partizipation gelingen wird. Ja, und ein weiterer Punkt ist eben, kann man dieser Bundesregierung trauen, dass sie ihr Versprechen halten, die Daten, die sie per App gewinnen, tatsächlich nur zur Infektionsverfolgung befristet zu nutzen, bis die Pandemie beendet oder beherrscht ist? Oder laufen wir Gefahr, dass wir dieser Bundesregierung unsere Daten anvertrauen und später böse Überraschungen erleben? Dazu gibt es natürlich verschiedene, vor allem ja technische Fachleute, die halt immer noch Zweifel haben.
inwieweit das doch nicht missbräuchlich genutzt werden kann. Für uns als grüne Bundestagsfraktion ist sozusagen das A und O die Freiwilligkeit und die Sicherung der Daten, dass da nicht Fremde drauf Zugriff haben. Deswegen sind wir auch der Ansicht, wir wollen das gesetzlich geregelt haben. Wir wollen nicht, dass der Staat nach Gutdünken heute sagt, gebt uns freiwillig eure Daten, sondern wir wollen ihn auch morgen verpflichten zu sagen, du hast gesagt, diese Daten verwendest du nur für diesen Zweck und dadurch soll ein Gesetz sozusagen die Bundesregierung hindern, später womöglich aus den gewonnenen Daten was anderes zu machen. Soweit von mir die Einordnung. Ja, erstmal danke. Wir kommen da gleich nochmal ein bisschen zurück. Da können wir, glaube ich, auch nochmal ein, zwei Sachen mit aufgreifen. Ich würde jetzt aber trotzdem erstmal nochmal kurz zu Stefan gehen. Du hast ja auch immer wieder die sozialen Fragen auch bei der EPMA mit thematisiert und mit reingebracht. Vielleicht willst du jetzt erstmal kurz da deinen Standpunkt mit reinbringen und dann können wir danach, dann du jetzt mal kurz und dann vielleicht Laura nochmal kurz, nochmal in die einzelnen Fragen so genauer reingehen. Ja, vielen Dank, Werner. Und vielen Dank auch Canan für die rechtlichen Fragen. Für uns im Land ist es ehrlicherweise die Frage, ob App oder ob nicht App und wie die Datenschutzsachen sind, nicht die zentrale Frage, weil die wird zu Recht auch auf Bundesebene und mit den auf Bundesebene tätigen Institutionen geklärt. Wir im Land müssen sozusagen das nehmen, was da ist und damit überlegen, wie man arbeitet. Und ich sehe da verschiedene Herausforderungen. Also die eine, und da bin ich vielleicht, sage ich das vorneweg, bin ich auch überzeugt, dass die App schon einen Beitrag leisten kann, die Infektion besser nachzuverfolgen, Risikokontakte zu erkennen und insgesamt die Infektionsgeschwindigkeit zu reduzieren. Ich glaube, die App ist eine Chance, aber die App alleine wird nicht reichen und man muss sich überlegen, wie man das macht. Das eine Stichwort hatte Canan schon angesprochen. Für uns als Land ist es natürlich Aufgabe, die Gesundheitsämter so fit zu machen, dass sie der Aufgabe nachkommen. Weil mit der App gibt es mit Sicherheit zusätzliche Fragen. Es gibt plötzlich Leute, die mit Kontakten und mit Fragen kommen, die bei den Gesundheitsämtern vorher noch nicht aufgetaucht werden. Und da müssen Mitarbeiterinnen da sein, die das abfedern. Das wird eine Aufgabe in Berlin sein. Da ist ja mal dann das Zusammenspiel zwischen Land und Bezirken. Besondere Herausforderung, sage ich mal. Aber das ist eine Frage, die wir als Land im Blick haben müssen. Und ich will dazu vielleicht sagen, dass ich auch nicht die Erwartung habe, dass mit der App, die irgendwie nächste Woche bei allen installiert wird und dann irgendwie nächste Woche alles funktioniert. Das muss es auch gar nicht. Wir können langsam auch lernen, mit der App umzugehen, die Vorteile und sozusagen die Profiteure davon zu werden und auch die Gesundheitsämter lernen Stück für Stück, wie man mit der App arbeitet. Möglicherweise wird dann auch noch mal jemand eine digitale Schnittstelle zu der Software der Gesundheitsämter programmieren oder so. Da gibt es durchaus Potenzial. Meine Einschätzung, aber das ist wahrscheinlich auch immer diese Glaskugel. Ich glaube, wir haben über den Sommer auch Zeit, das zu lernen. Und ich glaube, die App wird uns wichtig, die wird wichtig, sofern es keinen Impfstoff gibt, wenn es wieder kalt wird und wir wieder mehr Infektionsrisiken in geschlossenen Räumen haben. Insofern dazu auch die Erwartung, wenn da die nächsten ein, zwei Wochen in den Zeitungen steht, es hat nicht alles geklappt und das Gesundheitsamt kommt da nicht hinterher, ist das die eine Frage. Die andere Frage, die mich umtreibt, wie kann man sozusagen die App denen nützlich machen, die sie brauchen? Und das sind nicht notwendigerweise nur Menschen, die mit dem Handy gut klarkommen oder die ihr Handy gut bedienen können. Und das ist in Berlin, glaube ich, schon eine Herausforderung, wenn wir uns angucken. Wir haben viele Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden, als ein Beispiel. Und ob das dann die Wohnungslosenunterkunft, die Geflüchtetenunterkunft oder das Seniorenheim ist, ist sozusagen nur ein Aspekt. Dabei ist es relativ egal. Wie kann man Menschen, die sich nicht so sicher mit dem Handy fühlen, unterstützen, erstens die App zu installieren, sie richtig zu bedienen und dann auch zu verstehen, was da gegebenenfalls an Rückmeldungen von der App kommt? Also da, glaube ich, haben wir in Berlin Institutionen, die da unterstützen können, aber die fit zu machen, denen auch genug Know-how und Fragen und Antworten an die Hand zu geben, unsere Stadtteilzentren, auch eine Unterstützung, so ein Rundschreiben oder eine Info für Senioreneinrichtungen oder auch Freiwillige, die da eine Unterstützung haben. Wir haben als Land in jedem Bezirk inzwischen Freiwilligenagenturen. Warum kann man nicht auch gucken, ob man da Leute hat, die bereit sind, mal einer Einrichtung zu helfen und die App zu erklären? Wir haben am Donnerstag, das wäre vielleicht mein letzter Punkt, am Freitag ist Digitaltag, der erste in Deutschland, auch was Tolles.
Das ist zum Beispiel ein Tag, wo man, wo auch immer man unterwegs ist, Leuten anbieten kann, da mal drauf zu gucken. Da hat man ein paar Tage Erfahrung mit der App. Ich werde das bei mir im Wahlkreisbüro machen und zumindest allen anbieten, die da Interesse haben, mal vorbeizukommen, sich mal gemeinsam anzugucken, wie die App funktioniert. Ich glaube, so eine Sachen aufzubauen, um Leute zu unterstützen, sie zu nutzen und auch sich sicher damit zu fühlen, das sind Bausteine, die wir im Land jetzt angehen müssen. Wie gesagt, wir haben dafür auch Zeit, das muss nicht alles morgen sein, aber wir müssen es angehen und die App einfach in den Raum zu stellen, alleine wird nicht reichen. Punkt. Danke, aber das war dann schon mal auch ein Plädoyer ein bisschen für zur Nutzung der App. Also habe ich jetzt so ein bisschen mit gehört und das ist das Land Berlin natürlich jetzt erstmal die Aufgabe hat, dann das den Leuten auch näher zu bringen. Vielleicht können wir nochmal den Schritt ein bisschen zurück machen und gehen nochmal kurz zu Laura. Du bist ja immer auch, also bist ja für mich, glaube ich, unsere Mrs. Digitalisierung und Mrs. Datenschutz. Wie ist denn von deiner Seite aus her so ein bisschen die Einschätzung zu dieser App? Wie hat es die Bundesregierung hingekriegt? Wie kann man der vertrauen? Geht das nicht? Und wie ist da die Einschätzung? Und was mich auch nochmal interessieren würde, wäre vielleicht, das kam auch nochmal von ein, zwei Leuten auch schon vorab bei der Frage, also wir geben unsere Daten überall hin, ja, bei Facebook, bei Instagram, bei was weiß ich noch, Twitter, lassen uns Geotargeting machen und so. Und warum sind wir jetzt bei dieser App so ganz speziell so vorsichtig und legen da so hohe Hürden an, aber jetzt bei den anderen Sachen machen wir es einfach irgendwie? Waren jetzt zwei Fragen. Danke, Werner. Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Wenn ich dir die Ambivalenz Menschlichkeitsschaltung erklären könnte, dann ja, würde ich mich auch sehr freuen. Ja, aber da, du hast gerade schon aufgezeigt, da gibt es so einen gewissen Widerspruch. Deine andere Frage, und ich fange vielleicht damit ein bisschen mal von hinten an, war ja, kann man da der Bundesregierung trauen? Da würde ich sagen, nee, weil der Bundesregierung haben wir nicht zu verdanken, dass diese App jetzt so kommt, wie sie kommt. Das hat Canan ja schon angesprochen. Es geht im ganz Wesentlichen auch auf unseren grünen Widerspruch ein. Aber vor allem muss man da echt sagen, waren da einfach sehr, sehr viele netzpolitisch-technisch affine AktivistInnen unterwegs, die da einfach massiv Druck gemacht haben und eben nicht nur gesagt haben, so nee, das geht nicht, sondern Alternativkonzepte vorgelegt haben, die sich ja dann auch durchgesetzt haben. Also da finde ich wirklich, ist es ein sehr gutes Beispiel, wie sich Zivilgesellschaft in einfach hochaktuelle, hochbrisante Themen einmischt und dann auch ja, überzeugen kann. Also da bin ich tatsächlich sehr froh, weil diese App, die wir jetzt kriegen, ist wirklich ist das, was man so im Tech-Bereich als Privacy by Default nennt. Also da muss ich nicht, wie bei, du hast gerade irgendwie Facebook oder WhatsApp genannt, wo wahrscheinlich Datenschutz sowieso schon im Bach runter ist, aber bei vielen anderen Apps kann ich ja irgendwie einstellen, welche Daten gebe ich rein, was nicht. Und diese App ist wirklich einfach so von vornherein, da muss ich nichts einstellen. Diese App erfasst keine Daten von mir. Also die weiß nicht, was ich für ein Handy habe, die weiß nicht, wo ich bin, die weiß nicht, wie alt ich bin. Also all diese Sachen, wo wir sonst mal warnen, hey, dein Smartphone weiß alles über dich und verbreitet es eigentlich auch gerne in die Welt. Genau das kann diese App einfach überhaupt gar nicht. Diese App basiert eben darauf, dass random zufällig generierte Zahlen folgen, ausgesendet werden und nur wenn sich zwei Handys, die diese App haben, für einen längeren Zeitraum in der Nähe befinden, dann merken sie sich diese App. Also wir merken diesen Zahlensalat im Prinzip. Und das ist, deswegen ist es, also ich finde es technisch, das ist wirklich super vorbildlich umgesetzt. Charlan hat ja auch gerade schon gemeint, ja, was machen sie dann sonst mit den Daten? Das ist das Schöne, sie können sonst nichts mit den Daten machen, weil die Daten sind ja wirklich Zahlensalat. Und das ist eben das Tolle an dieser dezentralen Lösung. Also sie kriegen das nicht mal, das ist noch nicht mal für irgendeine zentrale Instanz einsehbar, wer hat denn jetzt so eine Warnung gekriegt, dass er möglicherweise infiziert ist oder nicht. Das wäre mit einer zentralen Lösung gegangen, aber die kriegen wir nicht. Dass natürlich Leute schon ein bisschen skeptischer sind, wenn der Staat Daten in irgendeiner Art und Weise erhebt als die Privatwirtschaft, ist, glaube ich, ganz gut. Ich meine, wir haben hier noch einen sehr gut funktionierenden Rechtsstaat. Toi, 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 dass das auch so bleibt. Aber es ist ja lange auch nicht in allen Ländern gewährleistet. Ich werde mir diese App aber auf jeden Fall installieren. Es gibt natürlich auch jetzt so ein paar Leute aus so der technischen Aspekten, die sagen, okay,
Also möglicherweise unter den und den Voraussetzungen kann man diese eigentlich hochgradig pseudonymisierten Daten vielleicht doch wieder akkumulieren und dann unter unterschiedlichen Voraussetzungen möglicherweise doch irgendwie Schlussfolgerungen ziehen. Also hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Da müssten wir alle unsere Smartphones jetzt wegschmeißen, unsere Payback-Karten in Schredder stecken und überhaupt. Aber wenn ich mir angucke, was kann diese App möglicherweise nutzen, nämlich Infektionen verhindern und was ist das Risiko, dann ist für mich die Abwägung total klar. Und deswegen, also ich habe mir aus Neugier schon die lettische und die französische App runtergeladen, um einfach mal zu gucken. Und ich werde natürlich auch morgen sofort die deutsche runterladen. Chanan hat ja auch dieses Thema Solidarität angesprochen. Das finde ich total spannend, weil diese App ist eigentlich vom Prinzip ähnlich wie eine Maske. Ich schütze nicht in erster Linie mich selbst damit. Ich schütze andere, weil die kann ich dann im Zweifelsfall schnell informieren, wenn ich eben einen Risikokontakt hatte oder selber nicht mehr gesund bin. Und deswegen hoffe ich eben auch sehr darauf, dass wir tatsächlich auch in Berlin einfach da eine große Verbreitung haben. Diese 60% sind eine hohe Zahl, aber ich bin da voll bei Stefan. Wir müssen jetzt gucken, dass wir diese Zahl so hoch wie möglich kriegen, weil das Ziel ist ja auch nicht, dass wir in ganz Deutschland flächendeckend 60% hinkriegen. Also das wäre natürlich ein Traum, aber das ist nicht notwendig, damit diese App was nutzt. Wenn irgendwie alle Menschen zwischen 20 und 60 in Berlin, die irgendwie ja am sozialen Leben viel teilnehmen in Berlin, wenn davon die Hälfte diese App hat, dann haben wir schon echt viel gewonnen, weil dafür ist ja halt auch wirklich, also da kann sie das leisten, was Menschen nicht leisten können, weil so gut ich mich erinnere, ich weiß nicht, wie die 20 Leute hießen, die gestern mit mir in der U8 saßen oder im Supermarkt standen. Und deswegen denke ich halt, jetzt sollten wir auch politisch wirklich alles dafür tun, damit eben möglichst viele Leute diese App dann auf ihrem Handy haben, weil auch dann können wir erst wirklich rausfinden, wie viel sie dann auch bewirkt im Kampf gegen Corona. Ja, danke erstmal kurz für eure Inputs. Sehr schön. Ich würde mich jetzt mal ein bisschen versuchen, mal in einzelnen Fragen durchzuhangeln und dann, ich fange mal mit einzelnen Leuten an, die ich eine Frage stelle und ihr könnt euch ja ein bisschen dann nochmal darauf antworten, also dass wir auch ein bisschen ins Gespräch kommen und es nicht nur so hin ist. Aber ganz am Anfang, Chanan, als Bundestagsfraktion habt ihr immer auch ein Gesetz dazu gefordert. Kannst du nochmal für uns vielleicht nochmal kurz sagen, warum ausgerechnet ein Gesetz bei einer App? Also wenn ich mir angucke, was für Apps ich alles noch auf dem Handy habe, PayPal habe ich jetzt nicht, aber sonst schon sehr viel, so, wo ich ständig überwacht werde. Und jetzt hat mir Laura noch erzählt gerade, dass die Daten gar nicht da sind. Warum ist dann dieses Gesetz eigentlich so wichtig? Na, also wir sind natürlich schon der Ansicht, dass dieses Gesetz den Beitrag leisten kann, dass die Freiwilligkeit festgeschrieben ist, so dass wir diese Hürde nehmen, dass tatsächlich mehr als 60% der Bevölkerung eben in so einer Art Agreement mit der Regierung halt sagen, okay, für dieses Ziel, für diesen Schutzzweck, Laura hat das ja, finde ich, auch nochmal sehr schön dargestellt, nicht für alles würde ich das riskieren, aber es ist ein Teil von Solidarität, von Gesellschaft, von Respekt einander gegenüber und Unterstützung einander dabei, möglichst gesund aus dieser Pandemie rauszukommen. Und wir sind halt der Ansicht, und es ist ja auch staatsrechtlich so belegt, dass der Staat natürlich nur in meine Rechte eingreifen darf, wenn und aufgrund von Gesetzen. Und es wäre eine Art Versprechen auch des Staates gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, wir nehmen euer Angebot an und eure Daten uns zur Verfügung zu stellen, denn ohne diese Daten müsste der Staat ja auch die Gesundheitsämter noch stärker ausstatten, als sie eigentlich schon ausgestattet sind. Also jeder, der anfangs, insbesondere so Mitte, Ende März halt mal die Info hatte, du hattest Kontakt mit jemandem, der Corona positiv getestet worden ist, der weiß, man hat kein Gesundheitsamt mehr erreichen können, keine Hotline mehr. Und das soll ja genau diese Lücke sein, die diese App schließt, dass man eben eigenverantwortlich darauf reagiert und zum Beispiel auch als Arbeitnehmer eine Sicherheit hat, dass wenn ich eben so wie beschrieben Kontakt mit jemandem hatte und die App mir zurückspiegelt, bei dir ist sozusagen Alarm,
dass ich dann meinem Arbeitgeber auch sagen kann, hallo, ich wurde hier alarmiert, Corona-App, und deswegen bleibe ich jetzt 2 Wochen zu Hause. Ich meine, das Faszinierende ist ja, dass der Standard, den Deutschland erreicht hat, auch als Bevölkerung, dass man den gar nicht genug loben kann, weil es uns wirklich gelungen ist, in kürzester Zeit komplett das Leben runterzufahren. Und damit haben wir eigentlich diese Resilienz und diese Widerstandskraft entwickelt, zu sagen, wir bieten dieser Pandemie die Stirn. Und dieses Gesetz könnte eben so eine Art Vereinbarung zwischen Bundesregierung und der Bevölkerung sein und Vertrauen in diese App, nämlich dass sie dann auch weg ist, wenn das Thema weg ist, stärken. Übrigens muss ich dazu sagen, andere Staaten haben inzwischen eine Corona-App angeboten, eingesetzt oder geplant. Also Österreich, Schweiz, Frankreich zum Teil, die USA bis Israel, Russland, Südkorea, China, Singapur. Das sind ganz unterschiedliche Modelle, also von freiwillig bis verpflichtend, zentral, dezentrale Speicherung. Und gerade manche Staaten, die diesen Covid-19-Virus gut im Griff haben, wie zum Beispiel Südkorea, machen uns natürlich auch Sorgen. Wenn wir uns an den Wochenenden die ganzen Demonstranten anschauen, die diese Hygienedemos veranstalten, es macht manchen Leuten eben auch Angst, und da entwickeln sich Fantasien, ob der Begehrlichkeiten eines Staates, seine Bürgerinnen zu kontrollieren. Auch da könnte das Gesetz eben diesen Schutz bieten, und man könnte darauf verweisen und könnte sagen, schau mal, du lebst in einer Demokratie, das ist ganz begrenzt, und die Bundesregierung hat selbst in dem Gesetz versprochen, wir nehmen das Ganze nur so lange, wie wir es brauchen, und danach schauen wir weiter. Soweit vielleicht von mir. Ich glaube, Laura hat sich dazu nochmal gemeldet. Man hört dich jetzt gerade nicht, Laura. Ja, ich wollte ganz kurz sagen, also ein wesentlicher Punkt ist natürlich genau die Freiwilligkeit. Und aktuell ist es ja so, niemand kann mich dazu zwingen, diese App zu installieren. Aber was halt momentan durchaus möglich ist, dass ein Restaurant halt sagt, ja, du kannst jetzt hier nur noch rein, wenn du die App hast. Oder zum Beispiel ist auch noch nicht ganz klar, wenn ich da Birk neulich richtig verstanden habe, ob Arbeitgeber eben auch sagen könnten, okay, du kannst jetzt nur wieder ins Büro kommen oder in die Fabrik, wenn du diese App hast. Und das gilt es natürlich auch zu vermeiden. Also auch da soll kein Zwang über die Privatwirtschaft entstehen können. Deswegen ist, glaube ich, also das ist für mich einer der wesentlichen Aspekte. Weil das ist ja so dieses, man das auch aus China, aus der Berichterstattung kennt, dass du jetzt irgendwie nur in Bus, ins Restaurant darfst, wenn du da eine App als aus. Also das wäre jetzt auch noch eine Frage, die ich bei mir noch mal ein bisschen mit draufgesetzt habe. Wenn das nur per Gesetz geht, dann ist das eine. Aber wie kann man auch so ein bisschen verhindern, dass jetzt so eine Zwei-Klassengesellschaft entsteht, die mit App und ohne. Also, und dass man dann, also jetzt auf der Arbeit entweder Zwang oder dass bestimmte private Leute nur noch sagen, ich lasse jetzt nur noch Leute rein, die dann auch, wo ich auch die Sicherheit habe und da auch, also das sind ja auch Gefahren. Also jetzt einfach, dass man dann einfach bestimmte Leute ausgrenzt, weil sie dann nicht nehmen. Ist da, gibt es denn nur das Gesetz oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Also die grünen Justizminister der Bundesländer haben ja eine gemeinsame Erklärung abgegeben, dass sie eben verbieten wollen, und dass die Privatwirtschaft, zum Beispiel ein Fitnessstudio, ein Restaurant, ein Kino, den Zugang davon abhängig macht, dass jemand eine App benutzt. Indem man eben sagt, das ist eine Diskriminierung, wenn du sagst, der darf nur mit App rein. Die Gefahr besteht natürlich, weil in diese App auch sehr viel hineinprojiziert wird an Lockerungsmöglichkeiten. Aber ich denke, das ist sehr gut, dass sie das halt gemacht haben. Die haben es eben auch gemacht, um genau diese Entsolidarisierung der Gesellschaft und auch so eine Pseudo-Privilegierung einzelner Leute halt hinzubekommen. Denn das Schlimme wäre ja auch,
dass es einen Anreiz setzen würde, sich zu infizieren, um in den Genuss zu kommen, all der Angebote, die du natürlich nur mit der App dann könntest. Und das ist im Prinzip die ganze Gratwanderung beim Thema Corona, Grundrechte, Gesundheitsschutz, auch die Bewegungsfreiheit. Das ist natürlich etwas, was wir alle haben wollen. Wir wollen alle gesund sein, wir wollen alle überall mitmachen können. Und deswegen darf das niemals miteinander gekoppelt werden, denn dann laufen wir wirklich Gefahr, dass Leute aus, ja, sage ich mal, also ein Aspekt wäre zum Beispiel, dass man seinen Job riskiert, wenn man nicht diese App benutzt oder wenn eben ein Anreiz geschaffen wird, diese App zu benutzen, um eben Vorteile zu genießen. Das lehnen wir ab. Und von daher würde insoweit natürlich auch eine Sicherheit bieten, die Gesetze, wo dann jeder sich darauf verlassen kann und darauf vertrauen kann, dass es nicht zweckfremd eingesetzt wird. Also man muss, glaube ich, nicht unterschätzen, dass diese Sorge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, die uns ja alle auch so zurückwirft auf uns selbst und ja Ängste auslöst, die wir vielleicht teilweise gar nicht bei uns selbst für möglich gehalten haben, dass wir da eben einen klugen Umgang mit finden, der halt auch möglichst wenig Verschwörungsmythen zulässt. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und da kann das Gesetz helfen, indem man aufs Gesetz verweist und sagt, siehst du, die Bundesregierung, die Koalition, der Bundestag, alle haben sich verpflichtet und du kannst dich darauf verlassen. Jetzt, Laura, du hast auch schon gemeint, du hast schon mehrere Apps auf deinem Handy. Wie sinnvoll ist es eigentlich, dass da jedes Land seine eigene App macht? Also gerade über, wenn man jetzt auch als überzeugter Europäer und wahrscheinlich überzeugte EuropäerInnen auch, ja, die Grenzen wieder freikriegen will und das auch kompatibler machen will, wäre es nicht eigentlich sinnvoller, das europäisch dann aufzusetzen? Oder was hat jetzt das für die nationalen Lösungen gesprochen? Also wahrscheinlich sind noch nicht alle so davon überzeugt, dass europäische Lösungen besser sind als nationalstaatliche wie wir. Und wahrscheinlich für diese App hätte es einfach auch länger gedauert, auf europäischer Ebene was abzustimmen. Und ja, Zeit ist ja schon ein kritischer Faktor. Das Tolle ist aber, dass alle diese dezentralen Apps kompatibel sind. Also leider hat sich ja gerade genau Frankreich für einen zentralen Ansatz entschieden als alter Zentralstaat und immer noch mal extra. Aber die meisten europäischen Länder setzen eine dezentrale App um. Von daher, und die sind alle kompatibel, weil eben alle auf der gleichen Plattform, auf der gleichen Schnittstelle beruhen. Das heißt, wenn ich dann in Europa unterwegs bin und ich will jetzt kein Falschland sagen, weil ich nicht die exakte Liste habe, aber zum Beispiel in Lettland unterwegs wäre, dann würde meine App auch mit der lettischen funktionieren. Google und Apple als die großen Smartphone-Plattformen haben halt gesagt, sie lassen nur solche Tracing-Apps zu, die von nationalen Regierungen quasi abgesegnet und beauftragt sind, weil natürlich will man gerade bei diesem Thema jetzt irgendwie keinen Wildwuchs haben und dass da Daten irgendwo, ja, dass da irgendjemand Schindluder damit treibt. Aber, also wie gesagt, die gute Nachricht ist, es funktioniert fast in ganz Europa oder fast oder teilweise sogar weltweit dann mit dem gleichen dezentralen Ansatz. Ich würde jetzt mal, weiß ich, Stefan, willst du auch noch gerade oder wir gehen mal die Fragen durch, aber du kannst auch noch mal gerne kurz ergänzen. Macht mal die Fragen, wir kommen zu der Verpflichtung und wie man mit dem Restaurant umgeht, bestimmt nochmal in Fragen, vielleicht nur ein Satz dazu. Heute muss ich im Restaurant, wenn ich da hingehe, meine Handynummer, meine Adresse oder irgendwas angeben und werde da in Papierlisten sozusagen die Daten abgegriffen. Das ist sozusagen der eine Aspekt der Medaille und der zweite ist, auch die App ist keine Garantie, dass ich nicht ansteckend bin. Das ist ja das sozusagen Spannende, dass erst wenn es im Lauf einer Kette jemand sozusagen Symptome hat, dann erkennt man das und dann kann die App in beide oder in rückwirkend sozusagen Leute warnen und Leuten Hinweise geben. Das ist die Chance. Aber wenn irgendein Restaurant auf die Idee kommt, ich lasse da nur Leute mit App rein und dann bin ich sicher, das funktioniert ja auch nicht so.
Das gibt die App keine Garantie. Insofern glaube ich, ist da das Risiko auch begrenzt, dass das so als Universalheilmittel genutzt wird. Das ist ein Baustein, die Infektionsketten zu unterbrechen. So sollte man es sehen. Und das ist aber nicht die Universallösung für alles. Da passt aber eine Frage, die ich jetzt mal vorziehen würde, schon ganz gut dazu, von Jakob. Der hat nochmal so gemacht, kann die App da wirklich helfen, diese Pandemie zu bekämpfen? Oder ist es nicht am Ende sowas, dass es nochmal ein bisschen eine falsche Sicherheit suggeriert, dass wir uns dann alle ganz sicher haben, wir sind jetzt die App und dann laufen wir wieder raus und halten vielleicht nicht das Kontaktverbot ein oder Quarantäneverbot? Oder kann am Ende die App auch sogar dazu genutzt werden noch, dass man diese Einhaltung von Kontaktverboten und Quarantäneverboten dann auch kontrolliert, also in diese Richtung? Vielleicht du erst, Stefan, erstmal zu der suggerierten falschen Sicherheit und dann Laura nochmal. Also mein, und wir lernen ja auch alle jeden Tag dazu, aber seit einer gewissen Weile ist mein Kenntnisstand, dass dass die Infektionsgeschehen bei Corona meistens 1-2 Tage, bevor man sozusagen Symptome hat, am stärksten ist. Das ging ja auch durch alle Medien. Dazu kommt, es gibt eine gewisse Inkubationszeit, bis sozusagen ab wann man dann ansteckend ist. Und da bleibt ein Zeitfenster von, das ist ja von Fall zu Fall unterschiedlich, irgendwie einigen Tagen. Und in diesem Zeitfenster ist die App die Chance. Also sprich, wenn jemand Symptome hat, hat er in den Tagen davor möglicherweise jemand angesteckt, der aber selber noch nicht die Ansteckung weitergeben kann. Und genau in dieses Zeitfenster geht die App rein und sagt, bleib doch jetzt zu Hause. Und dann müssen es gar nicht 2 Wochen sein. Dann sozusagen, dann hat man ein paar Tage Zeit, das zu klären. Wenn dann jemand vorsichtiger ist, gibt er die Infektion nicht weiter. Insofern, die App reduziert nicht oder verhindert nicht jede Infektion, aber sie verhindert, dass die Infektion in eine sozusagen langen Kettung und dass man viele Leute immer weiter ansteckt. Insofern, genau, es ist eine, kann nicht, oder es, man sollte sich darauf nicht verlassen, weil natürlich, wenn 50-60% die App haben, haben auch Menschen nicht die App. Auch von denen kann man sich anstecken, aber es ist ein Beitrag. Und wenn man sich die sozusagen Exponentialkurven anguckt, die sozusagen so ungebremstes Ausbreiten von Corona zeigt, dann nimmt man eben einen Teil dieser Kurve weg. Und das reicht, weil den Rest schaffen dann wieder die Gesundheitsämter. Man schafft wieder für die Fälle, wo man die Infektion hat, reicht unser Gesundheitssystem. Insofern, diese App hilft oder führt nicht dazu, dass wir kein Corona mehr haben, aber sie hilft, das, was übrig bleibt, beherrschbar zu haben und genau die Infektionsketten einfach nicht so exponentiell hochzukriegen. Ist das Laura gerade verschwunden? Weiß nicht wohin. Aber es gab da war die Frage auch noch mit dabei, ob diese App technisch dann auch Kontaktverbote oder Quarantänemaßnahmen auch kontrollieren könnte. Seht und hört ihr mich wieder? Gut. Kurzer Glitch zwischendrin. Also was diese App kann, ist eben Bescheid sagen, wenn es einen Kontakt gab, und die kann es auch abgestuft. Also die kann zumindest so grob sagen, okay, du warst jetzt wahrscheinlich irgendwie über mehrere Stunden lang jemand gleichen oder sehr nah zusammen. Oder sie kann sagen, du bist mal kurz an jemanden mehr oder weniger vorbeigelaufen. Und dementsprechend kann sie halt auch sagen, okay, bitte bleib unbedingt in Quarantäne und lass dich sofort testen, wenn du erste Symptome hast. Oder sie kann sagen, es gab einen Kontakt, eher geringes Risiko, bitte achte noch stärker darauf, dass du Abstand hältst, dass du eine Maske trägst, etc. Was ich mit dieser Information anfange, bleibt vollkommen mir selber überlassen. Also ich kann das mutwillig ignorieren oder ich kann dann sagen, ja, okay, gut, mache ich. Selbst wenn ich krank bin, kann ich halt zu Hause im Bett bleiben und 2 Wochen irgendwie warten, oder ich kann halt gucken, dass ich schnell getestet werde. Das ist vollkommen die freie Entscheidung jedes und jeder Einzelnen und kann auch von keiner Stelle nachvollzogen werden. Das ist auch so ein Punkt, wo ich tatsächlich ein bisschen verstehe, dass auch gerade die Gesundheitsämter auch Interesse an so einer zentralen Lösung hatten, weil da können sie natürlich zumindest sehen, wenn jetzt irgendwie über dieses App-System 10 Notifications ausgespielt werden, wie viele Leute melden sich wegen einem Test. Können immer noch nicht sagen, wer es dann genau war, aber zumindest in der Wahrscheinlichkeit her. Wir haben den datensparsameren Weg gewählt und deswegen kann niemand nachvollziehen, was ich mit so einer Benachrichtigung dann mache. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch gerade schon hattet, weil ich jetzt ganz kurz draußen war, aber
wenn ich mich selber eben als krank melde, brauche ich dafür eine Bestätigung. Also das geht nur mit einem QR-Code, ist jetzt die Lösung, die Sie gewählt haben, den ich dann eben vom Arzt oder vom Labor bekomme, damit nicht irgendwie irgendwelche Klingelstreich-Teenies einfach mal ihre ganze Schule alarmieren können oder so ein, ja, andere Sachen. Aber also, auch dieser Code enthält keinen Namen etc. Genau, weil hier, wir hatten jetzt auch nochmal eine Frage von Barbara. Woher weiß ich, dass dann die Info, dass ich infiziert bin, dass ich infiziert bin, und wie erfahre ich das vom Gesundheitsamt oder erfahre ich das von anderen Erkrankten? Aber so ist es ja nicht. Die App sagt ja nicht, dass man infiziert ist, sondern die App sagt, dass man Kontakt mit jemandem hatte, der infiziert war. Und man selber kann in der App eingeben, dass man erkrankt ist, aber das dann nicht einfach so auf Knopfdruck, weil man gerade mal Spaß hat und die Zahlen nach oben jagen will, sondern man braucht dann quasi einen QR-Code vom Arzt und kann damit dann das bestätigen. So habe ich das jetzt richtig verstanden. Genau. Ja, dann habe ich dann, haben wir die Frage von Barbara, habe ich das jetzt lernen schon mal wiedergegeben. Das muss ja auch manchmal was wiederholen. Wenn man selber erzählt, dann lernt man es am besten. Wir haben noch ein paar Fragen tatsächlich, die vielleicht weiß Chandan das. Marianne hat das zum Beispiel gefragt, wer trägt denn eigentlich die Kosten für die App? Weil da jetzt auch viele die Angst hatten nochmal, dass es dann zu Werbezwecke weitergegeben wird und auch dann so die Kosten reingespielt wird, wenn ich Laura ja richtig verstanden habe, geht das ja gar nicht, weil das ja nur einfach Nullen und Einsen ausgetauscht werden. Gut, jetzt immer bei digitalen, aber Zahlenkolonnen, um zu sagen, ob man mal zusammen sich getroffen hat oder nicht. Aber wie ist das bisher geregelt bei dieser ganzen Frage? Weil das ist ja auch eine Frage, wie sehr man sowas vertrauen kann, ob da nur wirtschaftliche Interessen hinterstecken. Also im Moment ist es so, dass jeder, der nutzt sozusagen, der halt ein Gerät hat, das ist ja die erste Voraussetzung, und der es nutzt, der ist auch derjenige, der für seine Kosten aufkommt, für die Entwicklung des Geräts oder des Programms, hat ja die Bundesregierung sehr viel ausgegeben. Von daher, ja, wäre das eigentlich eine gute Gelegenheit, es zu verbreiten in der Bevölkerung, indem man eben auch Anreize schafft, indem man finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, sodass jeder, der will, tatsächlich auch teilnehmen könnte. Da ist, glaube ich, wirklich noch eine Hürde, die man nehmen muss, über die aber auch noch nicht so diskutiert wird. Insoweit fand ich den Hinweis von Stefan natürlich sehr klug, halt zu sagen, lasst uns das mal auch mit den Erwartungen und den Hürden nicht so übermäßig machen. Lasst uns das, was wir jetzt beim Thema Corona entwickeln, nämlich in der Praxis lernen, auch vielleicht mal Fehler machen und sie dann korrigieren. Das sind wir nicht so gewohnt. Wir sind ja sonst immer so, dass wir denken, mach mal einen Plan, schreib mal drei Konzepte, dann entscheiden wir uns für eins. Aber das Problem, was die meisten Naturwissenschaftler bei Covid-19 zu Recht anführen, ist natürlich, mit diesem Virus kann man nicht verhandeln. Wir sind ein Stück weit darauf angewiesen, auch Fehler zu machen. Und wenn es halt super läuft und wir wirklich vielleicht eine App noch oder ein Endgerät entwickeln, auf dem diese App läuft, wo wir speziell vielleicht für Senioren anwenderfreundliche, besondere große Tasten oder für Kinder besonders, sage ich mal, anregende Bilder produzieren. Ich denke, da wird noch ganz viel kommen. Aber diese positive Grundhaltung zu sagen, wir stampfen es jetzt nicht ein, wenn es übermorgen nicht läuft, das, so habe ich Stefan verstanden, das sollte man, glaube ich, schon mitbringen, weil wir wirklich lernende Wesen sind und gerade Covid-19 uns das nochmal so deutlich macht. Und darin liegt ja auch eine große Chance. Es kann uns ja auch wirklich Gutes gelingen. Das ist ganz gut. Das ist eine Frage, die Antonia nochmal, kennen ja bestimmt auch viele von uns hier, gestellt hat. Auch mit den Hürden und wie das auch gelingen kann, auch gerade das bei älteren Leuten, die nochmal mehr genutzt werden kann. Stefan, du hast ja schon ein, zwei Punkte gebracht, wie zum Beispiel, dass man so Abende veranstaltet, wo man die nochmal erklärt. Vielleicht machen wir dann auch mal ein Webinar nochmal, wo wir die App schön erklären. Aber was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Gerade für Ältere. Also genau, das wird eine große Herausforderung, weil gerade ältere Menschen, die mobil sein wollen, die sich sicher fühlen wollen,
sind aber gleichzeitig Risikogruppe und wohnen gegebenenfalls oder haben auch stärkeren Kontakt zu anderen älteren Menschen. Und da ist es natürlich besonders gut, wenn Sie frühzeitig wissen, ah, ich bleibe jetzt lieber 2 Wochen zu Hause, weil ich hatte irgendwie in der U-Bahn oder im Restaurant oder so irgendwo einen potenziellen Risikokontakt. Genau, und das Problem ist, dass, wenn ich das bei meinen Großeltern sehe, so die Nutzung von so einem Handy eben doch nicht so selbstverständlich ist. Und dann immer die Frage, oh Gott, jetzt kommt irgendwie so ein, was will der von mir, jetzt piept es oder so. Und da, glaube ich, kommt auf uns als Gesellschaft eine große Herausforderung zu. Also wenn Familie, Enkelkinder da sind, glaube ich, können die einen Teil der Aufgabe erfüllen, weil das wird auch der Staat gar nicht alles schaffen können. Aber ich glaube schon, wir sollten auch drüber nachdenken, ob es nicht in Senioreneinrichtungen oder in anderen Punkten entweder Leihgeräte gibt oder was du gesagt hast, wenn irgendwer so ein Gerät entwickelt, was dieselben Funktionen hat, die dann aber von jemand anders betreut werden oder ausgelesen werden können, sodass sozusagen die Warnung auch ankommt. Das sollte man schon nochmal überlegen. Aber ich glaube, das muss man dann im Zweifel auch mit den Menschen in der Praxis austesten, was funktioniert nicht. Und das ist ja in den letzten Wochen auch immer stärker in dem Diskurs, wo sind die größeren Ausbrüche, wo werden mehrere Menschen auf einmal angesteckt. Und dann muss man genau aus diesen sozusagen Ansteckungsketten lernen, wie hätte an der Stelle die App helfen können. Manchmal helfen auch andere Sachen. Und daraus lernen und dann beim nächsten Mal damit umgehen. Ich glaube, das wäre das Wichtige, aber ich glaube, dass man für ältere Menschen durchaus mit in so einer Seniorenunterkunft mit Leihgeräten arbeiten sollte, weil ich glaube, das ist, wenn die Menschen sich sonst nicht sicher fühlen, ist das ein zusätzlicher sozusagen Aspekt. Als eine Gedanke, aber da sollten wir weiter miteinander reden. Vielleicht gibt es ja aus dem sozusagen Publikum oder aus den sozusagen Teilnehmern auch noch andere Ideen, wie man das gestalten kann. Was hilft denn? Also ich glaube, Menschen, die anderen Menschen erklären, wie die App funktioniert, ist ein Baustein. Kann ja Familien auch wieder zusammenführen. Ja. Haben wieder was mit den Opas und Omas zu tun. Laura, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich wollte nur noch ganz kurz ergänzen, also weil Stefan hat auch schon gesagt, Leihgeräte, das müssen gar nicht Smartphones sein. Weil es gibt auch schon so Schlüsselanhänger oder Armbänder oder sonst was, die so ein ganz kleines Bluetooth-Chip drin haben. Die kosten irgendwie unter 10 Euro. Wenn die Bundesregierung die für alle Menschen in Pflegeheimen besorgen würde, kostet wahrscheinlich ein Stück 1 Euro. Das fände ich schon auch, würde ich sehr begrüßen, da so ein Vorstoß, einfach Leute auch in dieses System zu integrieren, die jetzt nicht erst lernen müssen, wie ein Smartphone funktioniert. Ja, Antonia hat auch gleich reagiert auf seine Antwort, Stefan. Sie meint, Seniorenclubs und Nachbarschaftszentren sind gute Lernorte, geeignete. 75% leben tatsächlich auch noch in eigener Zuhause. Also das muss man auch bedenken. Das kann man jetzt nicht nur über die anderen Sachen machen. Und auch da sind Leihgeräte eine gute Idee. Und auch aus ökologischer Sicht muss man halt auch sagen, muss man ja nicht immer nur das neueste Handy haben, sondern, glaube ich, für so eine App sollten ja auch ältere Versionen dann auch nochmal funktionieren. Und wenn man es dann noch zum Telefonieren nutzen kann, ist das ja auch immer eine gute Sache. Wir haben jetzt nochmal von Christoph eine kontroversere Frage mit reinbekommen, dann würde ich die auch gerne mal mit aufnehmen und für eure Frage auch die mal weiterleiten. Wie ist das denn jetzt, wenn eine weitere Welle kommt? Wäre es nicht eigentlich gesamtgesellschaftlich besser, man verpflichtet alle dazu, die App zu haben, anstatt einen neuen Lockdown zu machen, was ja auch mit Ausgangsbegrenzungen, Demonstrationsbegrenzungen, Meinungsfreiheitsbegrenzungen, sozialen Fragen bei der Schule und ähnliches viele negative Folgen hätte, kann man das dann nicht eigentlich mit so einer anderen Maßnahme nochmal deutlich eingrenzen? Vielleicht Canan, bevor keiner was macht. Ja, vielleicht kann ich eben mit dem Gutachten des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes anfangen. Dort steht nämlich drin, dass es möglich sei, eine solche App verpflichtend zu machen. Das hören jetzt Grüne nicht unbedingt gerne, aber letztlich ist das so eine Verhältnismäßigkeitsabwägung, wie sozusagen die Frage ja auch explizit versucht zu stellen. Ne? Also was ist denn verhältnismäßiger? Ist es verhältnismäßig, dass sozusagen das komplette Leben stillgelegt wird? Das sind ja auch Eingriffe in Grundrechte, in die Bewegungsfreiheit, in die Eigentumsfreiheit, in Berufsfreiheit, eingerichteter, ausgeübter Gewerbebetrieb, da hängt natürlich so viel dran
Und wir haben ja so viele Gerichte, auch Landesgerichte, Bundesgerichte, die sich mit all diesen Corona-Verordnungen beschäftigt haben, so dass man sehr wohl diese Frage stellen kann, rein rechtlich. Kann das mildere Mittel sein gegenüber dem, wie der Fragesteller schon sagte, Lockdown? Die Frage ist natürlich, wie das aus einer grünen Perspektive zu beantworten ist. Und da muss man, glaube ich, kann ich auch als Mitglied der Bundestagsfraktion sagen, haben wir natürlich beim Thema Datenschutz eine sehr große Fahne, die immer schön im Wind weht und die wir natürlich auch verteidigen müssen, weil es sonst die Gefahr gibt, dass eben die Stimmung auch wieder kippt. Ich sag mal, wenn das Vertrauen erstmal weg ist, ist es so schwer, es wieder aufzubauen. Aber rein theoretisch, rein rechtlich kommt der wissenschaftliche Parlamentsdienst sehr wohl zu der Einschätzung, dass sowas verpflichtend möglich wäre. Stefan. Also genau, Gesetze, wir sehen es in anderen Staaten, man kann ja sowas machen. Ich glaube aber, dass die Diskussion in Deutschland nicht zum Ziel führen. Ich glaube, dass es in Deutschland auch zu keiner Pflicht kommen sollte. Und wir haben ja einen Trend gesehen. Wir hatten ja am Anfang auf Corona relativ hart mit einem relativ umfassenden Lockdown reagiert, auch weil die Infektion am Anfang gestoppt werden musste und man sozusagen das unkontrollierte Ansteigen verhindern wollte und haben jetzt so eine Phase, wo wir alle zwei Wochen gefühlt so Lockerungen haben, um auch sozusagen nachvollziehen zu können, zumindest bis zum gewissen Punkt, was hat diese Lockerungswelle an zusätzlichen Infektionen gebracht und sind inzwischen besser in der Lage als am Anfang zu sagen, die Maßnahme hat den Beitrag, die Maßnahme hat den Beitrag und insofern glaube ich, ist die App genau wie die Maskendiskussion im ÖPNV oder das Abstandhalten oder auch das Schließen von Clubs eine Maßnahme, die eine gewisse Wirkung hat. Meine These ist, so eine Pflicht, diese App zu haben, würde überhaupt nichts bringen, weil erstens, damit würde man Corona nicht los. Es reicht sozusagen nicht. Also wenn es so einfach wäre, vielleicht würde man es dann machen, aber das ist einfach so ein Wunschdenken. Ich beschließe irgendein Gesetz, ich mache irgendwas verpflichtend für alle und dann ist das Problem gelöst. Nein, wir brauchen sozusagen einen Mix an Maßnahmen und wir müssen da alle unseren Beitrag leisten und mitmachen. Das ist mag unangenehm sein, aber wenn wir sozusagen so wie jetzt in so einer Lockerungsphase Teilhabe am Leben haben wollen, wenn wir in Geschäfte gehen wollen, wenn wir auch mal in ein Restaurant reingehen wollen, dann müssen wir einen Mix an Maßnahmen durchhalten. Und die kann man, glaube ich, uns als Menschen nicht aufzwingen. Man sieht es an Schulen und in anderen Debatten. Wir müssen da alle beitragen. Das lässt sich alles nicht ohne Vollüberwachung kontrollieren. Insofern hilft uns diese Debatte nicht weiter. Die App ist ein Baustein. Wir brauchen einen Mix und wir müssen alle unseren Beitrag leisten, dass das funktioniert. Sonst werden wir alle unter einer zweiten oder dritten Welle leiden. Aber ich erlebe zumindest die Mehrheit der Gesellschaft noch so, dass sie sehr aufgeklärt und sehr bewusst und sehr sorgsam sozusagen durchs Leben geht und die Teilhabe nutzt. Insofern bin ich optimistisch, dass wir zu so einer Diskussion nicht kommen und dass wir auch mögliche zweite und dritte Wellen sozusagen verhindern oder sozusagen so beherrschbar lassen können, dass wir einfach, wie wir das jetzt lernen, in so einer Öffnungsphase einfach weiter ein Maß an Leben leben können, wie es sich einfach oder wie es nötig ist. Aber wenn ich das richtig ja verstehe, ist quasi in dem Zeitpunkt, wo wir also in den weiteren Lockdown reinkommen würden, wäre die App ja gar nicht mehr, dann wären wir ja schon wieder in so einem hohen Ansteigungsgrad, dass die App das eigentlich den Nutzen her, den sie bringen kann, gar nicht so elementar nutzen kann, weil es ja eher ist, wenn die Zahlen noch geringer sind, oder? Verstehe ich das falsch? Also ich habe das so verstanden. Das kannst du nicht sagen. Bitte? Also Laura, ich würde das mal versuchen von der rechtlichen Seite kurz zu beleuchten. Also der Professor Drosten, der war ja bei der Bundestagsfraktion in einer Fraktionssitzung und hat aus der Sicht eines Virologen halt gesagt, die App brauche ich, wenn ich eine unbeherrschbare Zahl von Fällen habe, wo ich nicht mehr mit meinem Gesundheitsamtspersonal nachverfolgen kann, wird sozusagen die Schwarmintelligenz, so kann man es vielleicht bezeichnen, nämlich der einzelne Bürger, der mündige, eigenverantwortliche, der wird für seine Nicht-Infektion oder Infektion oder eben Quarantäne sorgen. Also ich sag mal, in der idealen Welt
wenn diese App laufen würde, könnte man sogar die Zahlen in den Gesundheitsämtern reduzieren, weil jeder sich selbst schützt, indem er rechtzeitig, wenn er diese Rückmeldung hat, eben diese Handlungsanweisungen im Sinne von Quarantäne umsetzt. Das ist sozusagen die ideale Welt. Das heißt, genau für die Fälle ist es eigentlich gedacht, einer möglichen weiteren Welle. Im Moment, wo wir so niedrige Zahlen haben, dass die Ämter sie nachverfolgen können, also 40 für ganz Berlin, ist es natürlich so, und das haben ja Stefan, Laura und ich in unserem Gastbeitrag in der Berliner Zeitung deutlich gemacht, gerade diese Anonymität und diese Mobilität in einer Stadt wie Berlin, auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr, macht es ja einem sozusagen, man vergisst ja schon, wo man vorher gewesen ist, macht es einem eine eigenständige, mündige Rückverfolgbarkeit im Sinne auch von Gewissenhaftigkeit der einzelnen Person möglich. Und das ist der eigentliche Wert, warum diese App auch in einer Stadt wie Berlin nochmal eine herausragende Rolle übernehmen kann, die wir mit einer Verzehnfachung unserer Gesundheitsämter gar nicht leisten könnten. Das ist ja sozusagen das Herausragende und Besondere an dieser App. Ja, soweit von mir vielleicht. Also genau anders, als ich mir das zusammen gedacht habe. Ja, man lernt dazu, ist doch schön. Wir haben jetzt noch mal kurz ein paar technische Fragen. Vielleicht kann die auch noch mal jemand von euch beantworten. Angelika hat zum Beispiel gefragt, dass sie gelesen hätte, dass das Ganze nur mit einem sehr aktuellen Handy klappt. Und dann gab es von Stefan und Armin noch mal Fragen zu Bluetooth. Was ist denn, wenn das Bluetooth durch den Kopfhörer und Musik belegt ist? Und wie soll das mit der Bluetooth-Funktion ohne Smartphone gehen? Die schnappe ich mir mal. Bluetooth ist nicht gleich Bluetooth. Das ist leicht irreführend, weil es zwar genauso heißt, aber was diese App nutzt, ist Bluetooth Low Energy, was de facto ein komplett anderer Standard ist. Also es ist ungefähr so wie Kreuzschlitze und Imbus. Deswegen kannst du all deine Kopfhörer und Tastaturen und sonst was connecten und die App funktioniert trotzdem noch. Vorteil ist sie, deswegen Low Energy, braucht auch viel, viel weniger Energie als die normale Bluetooth-Schnittstelle. Zum Thema Aktualität ist es sowieso immer ratsam, auf das neueste Betriebssystem abzugraden, weil da auch ganz oft irgendwie Sicherheitspatches etc. mit dabei sind. Es muss also nicht unbedingt das neueste Handy sein, aber man sollte schon das neueste Betriebssystem haben. Bei den iPhones ist es jetzt mit dem aktuellen Update, war glaube ich schon vor einem Monat, habe ich irgendwie das neue Betriebssystem runtergeladen und da hieß es dann super, wir sind jetzt ready für die App. Bei Android ist es ja ein bisschen verzweigt, da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Varianten. Aber ja, ich denke, alle großen Anbieter sorgen dafür, dass das jetzt oder haben auch schon in den letzten Wochen dafür gesorgt, dass es funktioniert. Aber es gibt natürlich auch ältere Smartphones, die möglicherweise diese Technologie gar nicht unterstützen. Also das kann ich jetzt nicht für alle natürlich einzeln sagen, aber spätestens morgen weiß man es dann. Jetzt hast du eine technische Frage, die noch gestellt wurde von Linda, wie es mit dem Stromverbrauch aussieht, schon mit beantwortet, nämlich Low Energy, vorausdenkende Beantwortung. Ich würde sagen, wir machen noch mal kurz eine Umfrage mit den Leuten, damit die auch noch mal kurz was zu tun haben. Wir haben einmal nur kurz gefragt, was für Bedenken wir denn so bei der Corona-App haben, damit wir vielleicht mal eine kurze Einschätzung bekommen. Und wir haben da die Antwortmöglichkeiten schon mal vorgegeben, das müssen wir mal davor machen, dass es eher so um Datenschutz geht, gerade für Risikogruppen eher schwer nutzbar, dass es Ausgrenzung und soziale Folgen bei Nichtinstallation gibt oder die rechtliche Sicherheit. Vielleicht stimmt ihr nochmal ab, dann können wir ja da nochmal ein bisschen vielleicht auf den Punkt, der am meisten nochmal angegangen ist, mit reingehen. Genau, ihr müsst jetzt auf was klicken und dann auf Senden drücken. So ist das. Genau. Es füllt sich so langsam. Und ja, dann machen wir doch mal Schluss hier mit dem Abstimmen und haben ein sehr interessantes Ergebnis. Seht ihr das jetzt? Können wir das einblenden?
Ich muss mal durch hier machen. Genau, hier. Also, Datenschutz haben 10% gesagt, gerade für Risikogruppen schwer nutzbar 43%, Ausgrenzung und soziale Folgen bei Nichtinstallation 38% und die rechtliche Sicherheit. Dann würde ich mal sagen, würden wir uns ja mit den zwei nochmal, die wir dann in der Mitte haben, nochmal intensiver beschäftigen und vielleicht nochmal unsere letzte halbe Stunde dafür ein bisschen nutzen. Jetzt muss ich hier ausblenden. Ja, jetzt sind wir wieder da. Hallo, sehr schön. Da ist auch mich denn im Moment freuen, dass nur noch 10% rechtliche Bedenken übrig sind? Gut lobbyiert und gut überzeugt, Janan. Naja, man konnte auch nur eines auswählen. Also vielleicht haben auch manche beides, aber haben dann erstmal was anderes gewählt. Aber jetzt passt jetzt nicht ganz zur Umfrage, aber ich hätte noch eine Frage, wie das mit Kindern ist. Also die scheinen ja sich nicht so viel zu infizieren und auch wie es Weitergabe ist, ist ja noch ein bisschen schwierig, aber trotzdem, wie ist denn das mit Kindern für die App und wie kann man das sinnvoll mitmachen? Muss man jetzt jedem Kind schon im Kindergarten ein Handy geben? Ich glaube, die würden sich freuen, aber die Eltern wahrscheinlich nicht. Ich habe tatsächlich die Frage heute Morgen auch schon mit einem Journalisten diskutiert. Ja, die würden sich wahrscheinlich freuen. Aber da ist es ja so, dass ja in der Regel die wissen, also da ist ja klar, mit wem die in Kontakt sind. Also egal, ob das jetzt in der Kita oder in der Schule ist, da sehe ich eher die Informationskette eine andere. Da muss, also sind ja auch die Schulen und Einrichtungen dazu verpflichtet, dass sie möglichst schnell halt Fälle melden. Da braucht jetzt irgendwie mein dreijähriger Adam braucht jetzt keine App. Wenn irgendwie eins der anderen 20 Kinder in der Gruppe krank wird, dann erfahre ich das auch so sehr schnell. Stefan, ich weiß nicht, ob du da noch ergänzen willst. Ja, das ist sicherlich ein Aspekt, dass es da sozusagen nicht ganz so wichtig ist wie die Menschen, die man so trifft, die man nicht kennt oder wo man viele verschiedene Leute trifft. Aber es trifft natürlich einen richtigen Punkt. Es werden am Ende sozusagen diese Frage von Ausgrenzung, wer hat die App, wer hat die nicht, wird eine sein, die man gesellschaftlich diskutieren muss. Wir haben ja jetzt, wenn man die Debatte vielleicht auch nochmal aufgreift, weiß nicht, wie Canan dazu denkt, auch bundesweit von Bodo Ramelow angestoßen, die Debatte, sozusagen, wie viel Verpflichtung und wie viel sozusagen gesunder Menschenverstand von Menschen kann man voraussetzen und wie geht man damit um? Also ist, jetzt, wenn wir jetzt in Berlin irgendwie 300, 400 oder 500 Infektions- oder Fälle haben, oder die waren ja zum Teil noch weiter unten, wie weit sind dann Einschränkungen verpflichtend oder Einschränkungen Appelle? Oder sozusagen verbietet man eher und macht Ausnahmen oder erlaubt man viel und appelliert an die Leute, sich an die Regeln zu halten? Und ich will das nochmal mit dem Handy sagen. Also wie gesagt, irgendwie, man kann sein Handy auch zu Hause lassen. Das funktioniert auch nicht. Wir werden Menschen haben, die kein Handy haben. Und insofern, glaube ich, wird die Frage, dass jeder so ein Gerät zwingend haben muss, die wird nicht funktionieren. Aber wir werden, also ich glaube, bei älteren Kindern wird das schon eine Debatte und wird ein Grund sein, warum Eltern möglicherweise den Kindern ein Handy kaufen. Das hat dann Folgewirkung. Aber auch da gilt, glaube ich, der Bildungsauftrag an Schulen. Kinder müssen in der Schule zu dem Zeitpunkt, an dem sie eben damit in Kontakt kommen, lernen, mit Handys auch bewusst umzugehen, Medienkonsum. Das ist eine Aufgabe von Schule, die ist auch vor der Corona-App gewesen. Und ich kann sagen, dass von sozusagen aus dem Umfeld, wenn irgendwie fünf, Sechstklässler in die Situation kommen, wer hat als letzter kein Handy in der Schule? Das ist jetzt schon nicht lustig. Und insofern, diese Aufgabe ändert sich nicht durch die Corona-App. Vielleicht ist es ein Aspekt, warum gerade ein paar Eltern ihren Kindern jetzt mehr ein Handy kaufen oder nicht. Aber das löst die Corona-App nicht. Und auch bei sozusagen Seniorinnen und Senioren, ich sehe das, wenn irgendwie Enkel da sind, kaufen die Großeltern oft Handys und lernen dann ganz spielerisch die Sachen, die sie brauchen. Also die Bilder sich angucken und so. Auch das, da ist Corona-App ist ein Aspekt, warum sich der Kauf eines Handys anbietet oder nicht. Das wird individuell entschieden. Und ich glaube, was wir tun können, ist, Leute, die diese App nutzen wollen, unterstützen, sie zu nutzen. Aber die anderen sozusagen Diskussionen in der Gesellschaft werden bleiben und wir werden Eigenverantwortung weiter irgendwie wahrnehmen müssen. Ja, meine Mutter ruft mich jetzt auch nicht mehr an, wenn sie mir eine SMS geschrieben hat und fragt, ob sie angekommen ist. Also die hat auch schon dazugelernt und schon vor ein paar Jahren, muss ich sagen. Also das hat sich schon entwickelt. Finde ich auch ganz gut. Darum glaube ich auch. Und ich glaube auch tatsächlich, der Punkt, der hat mich jetzt auch nochmal sehr überzeugt, auch mit dem Überlegen,
jetzt und auch ausprobieren, auch den Sommer nutzen dafür, dass man das nochmal mehr mit reinkriegt, auch in die Schulungen mit reinkriegt. Da ist auch nochmal eine Frage gestellt, wie ist das so mit so einer Zeitbegrenzung? Soll die jetzt immer da sein und so ein permanentes Tracing da sein oder ist das jetzt zeitlich erstmal begrenzt? Und vielleicht auch noch eine Hinterherfrage von Chandan, ist auch eine Evaluierung vorgesehen? Also heißt es, dass wir uns in 3, 4 Monaten oder in 2 Monaten das Ganze mal angucken, auch die Bundesregierung ja, von Bundesebene und dann mal gucken, was da passiert oder was gut war und was schlecht ist? Also mein Eindruck ist, dass im Moment sehr viel evaluiert wird, weil wir eben auch so wenig wissen. Und es ist ja in der Tat so, dass wir natürlich im Schwerpunkt jetzt die Corona-App diskutieren, aber eigentlich müssten wir sie nochmal in die Gesamtsituation einbetten. Also wir müssten wirklich einfach auch mal schauen, was für einen Digitalisierungsschub diese Corona-Pandemie, diese Krise mit sich gebracht hat. Und dann müssen wir natürlich auch sehen, wie sozusagen die Zukunft gerade für die Kinder ist und der Umgang mit dem Thema. Ich gehe sehr davon aus, dass das evaluiert wird, einfach auch, um es mit anderen Ländern zu vergleichen. Und das ist ja, wie auch sonst bei den Studien, den ganzen Untersuchungen im Zusammenhang mit Covid-19, ist Deutschland, jedenfalls was die Virologie angeht, an führender Stelle. Wenn das dazu führt, dass wir auch beim Thema Digitalisierung besser werden, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Ehrlich gesagt muss ich aber sagen, bei dem, was ich jetzt über Philipp Amthor und diese Dilettantenfirma, die da zusammen aufgebaut haben, mit der sie angeblich künstliche Intelligenz und Sonstiges befördern wollten, also wenn die Union das an solche als Teil der Bundesregierung, die genau diese zentralen Bereiche in der Bundesregierung mit ihrem Personal besetzt, wenn die dann nicht mal wirklich nur nach Know-how-Kriterien aussucht, mache ich mir große Sorgen, dass wir auch technisch und digital in der Lage sein werden, die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Also da wird sehr viel von abhängen, auch von wirklich guten Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen, wie zum Beispiel Evaluation. Und also ja, gerne Stefan. Darf ich nur zur Evaluation einen Punkt sagen, weil der ja auch einen Großteil der öffentlichen Debatte ausmacht zu den Maßnahmen. Wenn wir sozusagen über den Sommer und auch nach dem Sommer keine zweite Welle kriegen und irgendwie das nicht alles so schlimm wird wie möglicherweise in anderen Ländern, dann ist mir am Ende egal, welchen Beitrag die App geleistet hat. Ich glaube, mit gesundem Menschenverstand, die App bietet eine Chance, sozusagen die Infektionsketten zu reduzieren. Sie ist ein Baustein. Wenn in 3 Monaten es keinen Impfstoff gibt und in Deutschland die Situation so glimpflich ist wie jetzt, sollte man nicht auf die Idee kommen, nein, dann brauchen wir auch die App nicht. Die App ist sozusagen ein Baustein in dieser Sicherheit und bisher haben wir Glück und haben wir offensichtlich viele richtige Entscheidungen getroffen, wenn ich mir andere Länder angucke. Und am Ende ist es eben leider so, dass wir nicht genau wissen, die Entscheidung hat jetzt 27% zum Erfolg beigetragen und die 60 oder so. Das wäre schön, aber so ist es nicht. Insofern dieses Vortasten und Lernen und sehen, dass es funktioniert und dann sagen, wir haben keine zweite Welle, aber die App hat da möglicherweise einen Beitrag geleistet und wir lassen sie trotzdem weiter aktiv, bis wir einen Impfstoff haben. Das wäre für mich schon was meine Erwartung wäre. Aber wie gesagt, man wird das nochmal bewerten. Man muss da gucken, welche Studien es gegebenenfalls auch gibt mit Städten, wo mehr Leute die App nutzen und Städte, wo weniger Leute die App nutzen. Da entstehen ja auch interessante Fragen für die Forschung. Da sollte man schon hingucken. Aber zu glauben, dass nur weil eine zweite Welle nicht so schlimm wird, dass jetzt das alles sinnlos war oder so, das sollte man auch vermeiden. Aber es ist immer leicht zu sagen, weil es ist nicht schlimm geworden, deswegen hat man es alles nicht gebraucht. Gibt es ja leider schon Leute, die das denken. Wie weiß ich eigentlich, wie wissen wir, wer die App nutzt? Wissen wir nur, wer sie runtergeladen hat? Oder kann man da auch noch, sieht der Staat auch, wer die gerade anhat? Kann ich die ausschalten? Oder kriegt man es wieder mit, wenn man die löscht? Also wie ist das? Also Sie können sehen, wie viele runtergeladen wurden. Das kann wahrscheinlich besser als der Staat dann wiederum Google und Apple sagen. Mindestens genauso gut.
du kannst sie jederzeit löschen. Technisch natürlich möglich, die Installation von Merck. Ich weiß aber gar nicht, ob das aktuell vorgesehen ist. Aber du kriegst ja so eine pseudonymisierte ID, so eine Zahlenfolge zugewiesen. Wenn diese Zahlenfolge eben länger nicht, die wird auch nicht, muss ich selber überlegen, weil du pingst dir nur ins System zurück, wenn du infiziert bist. Das heißt, eigentlich können die außer Downloads meines aktuellen Verständnisses nach nichts nachvollziehen. Und kann ich die ausschalten, die App dann auf dem Handy? Oder? Kannst du wie alle deine anderen Apps, also du kannst Bluetooth, du kannst, also zumindest so wie ich es aktuell bei Apple gesehen habe, kannst du auch jederzeit das Covid-19-Tracing explizit deaktivieren. Du kannst die App jederzeit runterschmeißen und du kannst natürlich auch Bluetooth temporär ausschalten, wenn du dafür Gründe hast. Aber es kann jetzt auch sein, dass es 80% runterladen, aber nur 20% Bluetooth anhaben, rein theoretisch. Rein theoretisch, ja. Bei dieser lettischen App habe ich dann öfter Notifications gekriegt, dass irgendwie ich jetzt nochmal Bluetooth anmachen soll, etc. Denke ich, werden die dann schon sich sinnvoll überlegt haben, aber rein theoretisch ist es möglich, ja. Theoretisch können auch alle Leute ihre Handys zu Hause vergessen. Gut, und jetzt hier, weil ich noch ein paar Mal mit den älteren Handys gesagt habe, hat mir Stefan auch nochmal hingewiesen, dass die App, aber das hat Laura auch schon mal gesagt, eher mit den neueren Versionen funktioniert. Bei Android braucht man, glaube ich, 6 und bei iOS braucht man 13.5. Hat er jetzt geschrieben, Laura nickt, Stefan auch. Insofern, glaube ich, ist das doch sehr gut. Jetzt haben wir noch eine von ihm auch eine Frage bekommen, aber da bin ich jetzt nicht ganz dabei, auch nochmal bei dem App-Begleitgesetz, wie da die Kundenposition dazu ist. Weil Konstantin von Notz sagt ja lokal und Dirk Behrendt eher nein. Ich habe eigentlich immer so verstanden, dass wir uns alle für so ein App-Begleitgesetz ausgesprochen haben. Oder liege ich das falsch, Janan? Nein, ich glaube, das ist noch so eine alte Debatte von zentral und dezentral. Bei dezentral gibt es eigentlich zwar auch noch Bedenken im Sinne von sicherer wäre es mit einem Begleitgesetz, aber wir haben ja das Begleitgesetz schon heute zum Beispiel in der Arbeitsgemeinschaft Recht und Verbraucherschutz diskutiert und morgen werden wir das im Arbeitskreis halt diskutieren. Und da gibt es eigentlich natürlich individuell die Frage, ob man es machen würde oder nicht. Und was ihr gerade besprochen habt, da ist mir nur noch mal eingefallen, es gibt mittlerweile so viele Leute, die über Gesundheitsuhren, Apple Watch oder andere den ganzen Tag dieses Bluetooth anhaben und alle möglichen Funktionen wie Gewicht, Ernährung, Aktivitäten und Ähnliches koordinieren. Für die ist das kein zusätzlicher Aspekt. Da gibt es ja dieses Angebot von der Charité, dass man seine Daten freiwillig spendet als Nutzer, um der Forschung zu ermöglichen, weiter daran auch hinsichtlich der Möglichkeiten einer solchen App, die über das, was Minimum ist, hinausgeht, was zu ermöglichen. Und ich denke, da wird es bei den Grünen ähnlich wie auch sonst in der Gesellschaft Skeptiker geben. Aber in der Tat glaube ich, dass bei uns auch noch eine andere Verantwortungs- und Solidaritätsethik eine Rolle spielt, nämlich kann überhaupt jeder partizipieren, der davon partizipieren möchte. Und da wäre natürlich in der Tat die Frage, ob zum Beispiel finanzielle Hürden dazu führen können, dass wir Generationen abhängen, dass wir Menschen mit niedrigem Einkommen abhängen, indem sie das faktisch nicht nutzen können. Ich glaube, das beschäftigt viele Grüne. Und auch bei den Älteren, glaube ich, ne? Also was für uns eine ganz große Rolle spielt, wo wir ganz viele Debatten haben, ist Risikogruppen. Wie können wir denen ermöglichen, dass sie tatsächlich eben keine Einschränkungen erleben? Also ich glaube, dieser Solidaritätsgedanke, der spielt für Grüne eine sehr große Rolle. Und diese Verantwortung, die führt dann faktisch dazu, dass viele sagen,
ich würde diese App runterladen, weil ich nicht nur für mich selber was Gutes tue, sondern für andere auch. Also das ist so meine Einschätzung. Was Dirk persönlich dazu denkt, kann ich dir jetzt nicht sagen. Okay. Jetzt aber nochmal mit der Solidarität. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe oder das leisten können. Aber die App ist ja umsonst oder kostet die etwas? Und dann geht es eher darum, kann man sich das Handy mit dem neuesten Stand leisten? Genau, darum geht es. Oder kann sich der ältere Mensch, der einen schweren Zugang dazu findet, kann man für den ein Gerät entwickeln, das eben nutzerfreundlich für diese Gruppe ist? Also da geht es auch um Diskriminierungsfreiheit, dass sozusagen die Hoffnung, die man auch mit dieser Technik verbindet, barrierefrei und diskriminierungsfrei allen zur Verfügung steht. Also eben Diskriminierung im Sinne von sozialer Status, dass man sich das leisten können, also dass man vielleicht auch eine Möglichkeit kriegt, sich da was anzuschaffen, um diesen Zugang zu bekommen. Oder auch bei den älteren Menschen, dass man Geräte entwickelt, die genau nur diese Funktionen vielleicht haben und nicht noch die 1000 anderen, die jede App hat, mit der kleinen Tastatur, wo man dann als älterer Mensch ständig die Brille aufsetzen muss oder so. Also das kann eben auch eine Chance sein, dass diese Dinge entwickelt werden. Und ich glaube, die spielen eben für uns Grüne eine große Rolle, dass man sagt, wenn es gut ist, dann soll es auch jeder haben können. Da wollte Stefan noch was zu sagen. Ja. Genau, nur ein Aspekt. Also genau, Chana hat jetzt doch sehr viele Aspekte nochmal angesprochen. Also zum einen, was die Geräte angeht. Ich glaube, wir werden eine Debatte führen müssen, wie diese technischen Geräte an so zu Menschen, denen das Einkommen fehlt, kommen. Wir haben das in der Bildungsdebatte, das will ich vielleicht auch noch mit einwerfen, ja auch. Wie kriegen wir hin, dass in Schule niemand abgehängt wird, der zu Hause keinen Internetanschluss bisher hatte und kein technisches Gerät? Das ist eine Debatte, da hat die Bundesregierung ihren Teil gemacht. Da gibt es ja auch Gerichtsurteile, dass das inzwischen auch zu hat vom Sozialamt bezahlt werden muss. Auch das wäre sozusagen eine Debatte, ob das nicht von den Sozialämtern im Rahmen vom Hartz-IV-Regelsatz übernommen werden muss, wenn jemand sowas beantragt. Ich glaube, die Grüne Bundestagsfraktion hatte auch beantragt oder sozusagen sich dafür eingesetzt, dass Hartz-IV-Empfänger im Zweifel auch Corona-bedingt nochmal eine Zulage kriegen. 100 Euro sind immer mal im Gespräch. Aber auch das ist ja eine Debatte, die die Bundesregierung leider nicht aufgegriffen hat. Sie haben eher so gießkannenmäßig allen Menschen mit Kindern 300 Euro gegeben, statt zu überlegen, wer braucht denn wirklich, auf wen kommen denn Zusatzkosten zu. Und wenn man sich die Lebensmittelpreise in der Corona-Zeit angeguckt hat, sind die gestiegen. Essen müssen wir alle. Insofern ist das für Hartz-IV-Empfängerinnen ungerecht. Das sind durchaus noch Themen, die wir jetzt auf Landesebene nicht lösen können, aber die man auf Bundesebene, was Gerechtigkeit angeht, schon nochmal ansprechen muss. Da war aber die Grüne Bundestagsfraktion auch dabei und vielleicht kommt die Bundesregierung da ja auch noch auf den Trichter, dass sie im Rahmen ihres Riesenkonjunkturpakets auch nochmal zielgenauer die Menschen unterstützt, die das wirklich brauchen, weil das ist dann nicht nur für die Corona-App, das ist auch so für digitale Teilhabe, die jetzt einfach wichtiger wird und ist vielleicht noch ein Thema für ein zweites Webinar oder so. Ja. Aber was mit Solidarität haben wir noch vom Tobias nochmal eine Frage, die will ich jetzt am Schluss doch nochmal reinbringen. Die hat gefragt, kann die App aus eurer Sicht jetzt schon einen Beitrag leisten, um Abstands- und Hygienemaßnahmen schnell zu reduzieren? Oder kann sie das nicht? Stefan hat eine klare Meinung. Ich sage ja immer, eine App ist keine Impfung. Diese App ist wirklich, hat keinerlei medizinischen Effekt. Also, weil diese App verhindert weder, also erst recht nicht bei mir, die ich diese App habe, eine Infektion und auch nicht bei Leuten, mit denen ich in Kontakt war, sondern um das nochmal so ganz platt zusammenzufassen, wenn ich jetzt mich gestern mit Werner auf einen Kaffee getroffen hätte und heute geht es mir schlecht und ich sage der App, ich bin infiziert, dann kriegt Werner eine Notification und sagt, ich fühle mich zwar topfit, aber vielleicht treffe ich mich jetzt nachher nicht mit Shannon, um mit ihr das zu besprechen, sondern bleib lieber zu Hause. Also wäre Shannon geschützt, also er ist die dritte in der Kette. Deswegen, das hat Stefan ja vorhin schon ganz oft gesagt, es kann wirklich nur ein Teil eines Gesamtmaßnahmenpaketes sein. Und gerade Abstands- und Hygieneregeln und Mundschutz tragen sind das absolute A und O. Die App ist wirklich so dann, wenn eben eine Infektion passiert ist, kann sie verhindern, dass noch mehr Leute infiziert werden, aber sie kann keine Infektionen verhindern.
Das ist, glaube ich, wirklich einfach da total wichtig. Da gab es am Anfang auch so ein bisschen, wurde es zu sehr gehypt. Und bei aller Liebe für die Technik, man braucht sie nicht irgendwie zu überschätzen. Da tut man der Digitalisierung auch keinen Gefallen. Diese App ist kein Allheilmittel. Sie kann ein super gutes, nützliches Tool sein, um eben dieses Tracing zu vereinfachen und für weniger Infektionen dann zu sorgen. Aber sie kann für die Leute, die sie haben, keine Infektion verhindern. Deswegen schön weiterhin Maske tragen, Abstand halten, rausgehen. Und weil das auch noch eine andere Frage war von Armin, der auch gefragt hat, was passiert, wenn ich eine Meldung, Alarm bekommen habe, dass sich jemand meinem Kontakt angesteckt hat, ob ich dann sofort 14 Tage in Quarantäne muss. Ich sollte erstmal zum Arzt gehen und mich testen lassen wahrscheinlich. Also da würde ich gerne darauf antworten und auch nochmal Bezug nehmen auf den Punkt vorher, weil ganz eng und für sich genommen, Laura, stimme ich dir voll und ganz zu, aber bei diesen ganzen, ich meine, das sind ja richtig krasse Grundrechtseingriffe, die derzeit mit diesen Infektionsschutzverordnungen des Bundes und der Länder passieren. Und gleichzeitig stochern wir doch sehr im Nebel herum. Die wirklichen Zahlen und die wirklichen Fälle, wir wissen sie immer noch nicht. Und wenn man halt die Testung und die Apps, also im Sinne von Selbstnachverfolgung und kombiniert mit Testung tatsächlich nochmal betrachtet, dann kriegt man vielleicht dieses Dunkelfeld, was immer so mit hineinschwingt in diese Debatten, annähernd irgendwie mit. Also das ist, glaube ich, schon auch immer so ein Hintergedanke oder eine Hoffnung, dass eben wir aus dieser Stufe komplett alles dicht machen und komplett alles wieder öffnen, dass wir dazwischen eben experimentell wahrscheinlich ausprobieren müssen, mit welchen Hilfsmitteln wir ein Stück Freiheit für die Bürgerinnen und Bürger wieder zurückgeben. Also für sich genommen nicht, aber im Zusammenspiel von mehr Tests, der besseren Nachverfolgbarkeit durch die App und vielleicht auch einer Weiterentwicklung dieser Antikörpertests können wir zumindest vielleicht die Risiken noch mal beherrschbarer machen. Also sowas wie auch lokale Infektionsherde besser lokalisieren. Also das ist ja irgendwie das, was Ramelow ja, finde ich, auch ganz gut herausgestellt hat, indem der gesagt hat, ich muss ja das bewerten, was bei mir los ist. Und wenn bei mir nichts los ist, dann kann ich nicht auf Bayern reagieren, die große Probleme haben. Also ich denke, diese kommunale oder lokale Antwort auf die jeweiligen Herausforderungen, das wird etwas sein, was wir im Sinne von auch tatsächlich Praxis uns an neuen Freiheiten erkämpfen werden. Und da kann die App eine Rolle spielen, weil natürlich aus den Daten nicht der App selber, aber der Rückmeldung an die Gesundheitsämter die Infektionen besser erkannt werden können. Also der Normalfall wird ja nicht sein, du kriegst den Alarm, bleibst 2 Wochen zu Hause und redest mit keinem drüber, sondern der Normalfall wird ja sein, du sagst das deinem Gesundheitsamt und dann wird es eben im Idealfall, die größte positive Resonanz dieser App kann ja sein, dass wir wirklich alle Fälle nachverfolgen können und dadurch auch nochmal eine bessere Übersicht über die infizierten Zahlen in Deutschland bekommen. Also das will ich nicht außen vor lassen. Gut, so, und wir kommen jetzt langsam auch zum Ende. 1,5 Stunden Corona-App, glaube ich, war jetzt eine gute Veranstaltung. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, nämlich Barbara möchte wissen, ob es schon eine politische Aktion pro App gibt und wo man da mitmachen kann. Ich weiß nicht, ob ihr aber das wisst. Ich muss mal gucken, so wie klar. Weiß noch nichts, aber morgen Vormittag ist ja die Pressekonferenz. Ich gehe ganz schwer davon aus, dass sie da nicht nur die App vorstellen, sondern auch eben eine dementsprechende Informationskampagne. Und wenn sie nicht ganz doof sind, auch einen Hashtag etc. dazu. Ja. Gut, dann liebe Laura, lieber Stefan, liebe Canan, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr hier jetzt teilgenommen habt.
und freue mich, dass wir diese Veranstaltung gemacht haben. Vielen Dank an euch. Vielen Dank an die ganzen Leute draußen, die mir zugehört haben. Und ich hoffe, dass es euch einigermaßen Spaß gemacht hat und dass wir uns dann bald mal wiedersehen.